Das Zimmer ist gleich hinter dieser Tür. Okay. Aber du hast da weiße Zettel an der Wand hängen, wo gar nichts draufsteht, Oma. Schlafen. Schlaf ein wenig, indem du mit Betten interagierst. In Betten kannst du dich einige Stunden ausruhen oder bis zum nächsten Tag schlafen. Es ist spät geworden. Diesmal wirst du also automatisch bis morgen durchschlafen. Naja gut, Zimmer, ne? Also, wenn hier eine Tür wäre, dann würde ich auch sagen, das ist ein Zimmer. Aber so kommt mir das vor wie so das Ende eines Flurs oder so. Also eine Tür wäre schon schön. Aber ich gehe jetzt einfach mal auf dem Futon auf dem Boden schlafen, auch wenn das Licht aussieht, als wenn es hell wäre draußen. Dienstag. Ja, da habe ich gut geschlafen. Kann ich in dem Schrank rumstöbern? Nö. Also, ja, aber es ist nichts drin. Ist da was drin? Nö. Dann gehe ich einfach die Treppe wieder runter. Morgen! Wie hast du geschlafen? Ach, großartig. Schön. Sieht so aus, als hättest du gutes Wetter mitgebracht. Heute ist ein herrlich sonniger Tag. Moss hat es sogar geschafft, den umgestürzten Baum zu entfernen. Also kannst du jetzt den Rest der Stadt erkunden, wenn du willst. Stadt? Du brennst sicher darauf, die anderen Dorfbewohner kennenzulernen. Und ich wette, sie freuen sich über ein neues Gesicht. Na, was denn jetzt? Stadt oder Dorf? Du kannst übrigens gerne so lange hier bleiben, wie du willst. Es ist dir sicher schon aufgefallen, aber ich habe nicht viele Gäste, also brauche ich das Zimmer noch nicht zurück. Das ist sehr nett. Sehr gerne. Geh einfach den Weg in Richtung Norden, wenn du den Rest der Stadt sehen möchtest. Die Leute hier sind sehr nett. Ich glaube, das liegt an den Pflanzen hier. So, also jetzt kann ich den Rest des Dorfes erkunden. Oder der Stadt, ich weiß ja noch nicht so genau. Die Musik ist sehr entspannt. Ach du Scheiße, eine Kuh. Tola. Oh, wow. Hey. Ein neues Gesicht in der Stadt. Wundervoll. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich kann ja auch nicht Nein sagen. Also, klar doch. Großartig, danke. Also, ja. Mein roter Schal ist fortgeflogen. Der Wind war derartig stark und plötzlich war mein Schal weg. Kannst du mir dabei helfen, ihn wiederzufinden? Ja, klar, großartig. Das ist toll. Danke. Ja, gut. Jetzt gucken wir. Ach, guck mal da. Da ist er ja schon. Das war einfach. Da gebe ich das mal direkt zurück. Hey, wie geht's dir? Hast du das Rätsel mit dem verschwundenen Schal gelöst? Das habe ich. Was? Unglaublich. Danke vielmals. Wusste ich doch, dass dein Talent bei der Jagd nach Schals eines Tages von Nutzen sein wird. Also, was wollte ich machen, bevor all das geschah? Ja, du, das weiß ich nicht. Mike, du hast nicht zufällig Nico gesehen, oder? Wir wollten eigentlich gemeinsam meine Lexikonsammlung neu sortieren, aber ich habe seitdem nichts mehr gehört. Ich weiß gar nicht, wer Nico ist. Gucken wir uns doch mal. Da kann ich überhaupt nicht mit interagieren. Okay. Hä? Wer bist du denn? Nico. Oh, wow. Du bist neu hier, stimmt's? Das ist toll. Ich bin übrigens Nico. Nico hat eigentlich eine ganz geile Bude. Also die Tapete ist peppig. Ich weiß nicht, ob ich die bei mir haben wollen würde, aber peppig. Und der hat ein Skateboard, einen Plattenspieler, eine Gitarre, zwei Gitarren und einen Verstärker und Boxen und ein Keyboard und einen Ventilator, ein bisschen Zeug auf dem Tisch, sowie ein Burger. Und ich, Nico, ich würde an deiner Stelle zum Arzt gehen. Ich glaube, der Stuhl muss von deinen Beinen weggeschnitten werden. So, das war jetzt Nico, alles klar.
Ey, cool. So eine. Es ist entweder ein Teleskop. Innenraumlicht umschalten. Also ich finde die Grafik ja schon ganz. Also sie ist zwar sehr cartoonmäßig, aber trotzdem irgendwie hübsch. Die Tapete hat was. Das ist entweder eine Uralt-Kamera oder ein Teleskop. Wie gesagt, ein Mikroskop hat die Person hier auch, wer auch immer. Und Pinnwand und so. Geil. Da scheint also irgendwer zu wohnen. Also Stadt würde ich das wirklich nicht nennen. Das, also für mich wäre das vielleicht höchstens ein Dorf. Gesperrt. Werkstatt. Okay. Na gut. Dann werde ich... Wie lange denkst du, würde es dauern, alle Insekten meiner Sammlung zu zählen und zu katalogisieren? 3,5 Wochen. Wahnsinn, oder? Was denken sich die Fische wohl, wenn sie uns aus dem Wasser heraus betrachten? Okay, ihr habt ziemlich komische Fragen im Kopf. Aber da ist auf jeden Fall ein Fisch oder Kaulquappe. Hohes Gras. Ja, ich sammle mal Zeug. Ich meine, wenn ich das hier schon aufheben kann, klar, dann tun wir das. Also ganz motiviert. Gib mir das her. Wie schön das auch ist, dass ich nicht gleich alles wegreiße. Na gut, okay, warte mal. Hier gibt es hier noch was zu sehen. Also hier haben wir Watter. Und hier geht es auch nicht wirklich weiter. Die paar Häuser hier. Und, ja gut, ist beschaulich. Finde ich aber ehrlich gesagt gerade nicht so verkehrt. Denn sonst muss ich ja wieder ewig suchen und ganz viel auswendig lernen. Wo der ganze Kram ist. Was bedeutet der Pfeil? Okay. Ein Strand. Gib mir die Mupfel. Jakobsmupfel. Ich hab ne Jakobsmupfel. Ich hoffe, Jakob ist nicht böse, dass ich seine Mupfel hab. Ach, guck mal, da geht's weiter. Da hinten war nichts mehr, ne? Kann ich einen Schmetterling aufheben? Nein. Also jedenfalls nicht mit bloßen Händen. Hätte ich mir aber auch denken können. Noch eine Mupfel. Braune Blätter. Okay, man kann hier echt eine ganze Menge Zeug aufheben. Eigentlich ja ziemlich nice. Und hier ist ein kleiner Steg. Das ist bestimmt ein Steg zum Angeln. Oder vielleicht für ein Boot? Ja, das ist echt ziemlich entspannt, so. Ich habe das Gefühl, man kann hier wirklich Stunden verbringen an Zeit. Wir werden es herausfinden. So, also ich behaupte, ich habe alles erkundet, was ich jetzt erstmal sehen kann und gehe jetzt einfach zurück zu Oma. Und erzähl ihr... Lal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 a. Und erzähl ihr, was los ist. Oder rede mit interagier. Hallöchen! Wie waren denn alle? Sie haben sich bestimmt gefreut, dich zu treffen, stimmt's? Naja, alle. Ich habe 2 Personen getroffen. Yep. Ich habe ein bisschen mit Moss geplaudert und wir haben uns gedacht, wenn es dir hier gefällt und du vielleicht ein bisschen länger bleiben willst, wie wäre es dann, wenn wir dir eine anständige Unterkunft besorgen? Okay, ich war jetzt eine Nacht hier und jetzt reden wir schon davon, dass ich hier bleibe. Aber naja gut, ich habe ja ausgewählt, dass ich eine Veränderung suche, also möchte ich natürlich gerne da bleiben, so lange wie ich nur kann. Also ja, bitte. Wunderbar. Du hast sie vielleicht schon gesehen. Es gibt da 2 Häuser im Dorf, in denen seit einiger Zeit niemand mehr wohnt und die nach ein paar Reparaturen passen könnten. Wir glauben nicht, dass es viel Arbeit ist. Wenn du interessiert bist, können wir uns ein paar Ressourcen schnappen und eines davon in ein schönes neues Zuhause für dich verwandeln. Wie klingt das? Oh, das klingt großartig.
Ah, bestens, weil ganz ehrlich, da oben in dieser Flurkammer ohne Tür möchte ich ehrlich gesagt nicht noch eine Nacht schlafen.